Tempel. Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Keine Spur von Donago. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Okay. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Aber mit ihr hat das ja nichts gebracht hier. Mit der Krawallgol. Oh, na endlich! Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaub ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wenn wir jetzt mal reingehen und mit dem Wahrsager reden... Ich sehe, du hast noch weitere Fragen. Ha, voll daneben. Aber wo ich schon mal hier bin... Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig. Füg dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, saftige Bananen. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Können wir jetzt die Bananen nehmen? Na los, nimm sie. Greif zu. Nein. Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Okay, jetzt haben wir Bananen. Ich hätte sie auch liegen lassen können. Aber mit einer Banane in der Hand leichter dem Schicksal einen Streich zu spielen. Oder wahlweise unachtsamen Kanalarbeitern. Gut, dann gehen wir mal raus. Vielleicht müssen wir ja diesem Goon da unten diese Bananen geben. Damit wir seinen Schirm bekommen. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Okay. Vielleicht müssen wir auch erstmal wieder reisen. Und woanders hin. Weil die Krawallgol, die geht ja nicht mit da rein. Um da irgendwie die Fragen zu beantworten. Was haben wir denn hier? Oh, die Musik. Die Musik ist immer so laut auf den Ohren. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Haben wir irgendwas? Ja, mit einer Banane, mit einem Fisch wohl. Eher nicht. Hier gibt's einen Tank für diesen. Ups. Autsch. Da wollte ich jetzt. Hier gibt's einen Tank. Ach, das ist egal, wo ich. Ah, okay. Wo ich da drauf packe. Alles klar. Ich habe gedacht, ich hätte da eben falsch drauf geklickt. Okay, hier ist eine Pumpe. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Sender. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Worauf warten wir dann noch? Ab zu Doc damit. Haben wir sonst hier noch was? Ach,
dann wollen wir mal. Aua. Mhm. Okay. Hä? Plateau? Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen oder vom Blitz getroffen zu werden. Ja, aber da kommt dann nichts raus. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Langweilig! Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge, gehört alles zum Plan. Ganz schön gewittrig hier, was? Jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen. Ha, Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Stimmt. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Was fragst du mich? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Also die Dinger hier, die sind ziemlich lose. Und die Elektroschuhe sind senklich und haben an der Elektroschlaufe einen Elektrodoppelknoten. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Ach, du machst das gar nicht mit Absicht? Warum sollte ich mich absichtlich von einem Blitz treffen lassen? Na, um mich aufzuheitern, oder nicht? Oder bist du wirklich so dämlich? Eingefallen. Natürlich mache ich das nur zum Spaß. Na dann, gleich nochmal. Yippie. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Ja, warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen? Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die... Rufus? Moment mal. Na, Kübel Wasser... Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Traum drauf. Gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum, aber im wachen Zustand? Zu spät. Mist. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Regenschirm. Regenschirm, Wasser, ein Eimer mit Wasser. Man hat auch irgendwas von Schuhe gefaselt. Mensch, ey, wir haben ja heute noch gar nichts geschafft hier in dieser Aufnahme. Und wir nehmen schon wieder fast eine Stunde auf hier. Das gibt es doch nicht. Fahren wir nochmal eben zu dieser einen Insel, die wir nämlich noch nicht haben. Da ist Isla Ober, Porta Fisco, Schwimmender Schwarzmarkt. Was haben wir hier? Hier schneit's. Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Das Schild ist größer als der Pol. Nordpol. Eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Mist. Ja, da haben wir ja, da diese Tonne mit Feuer gesehen. Ah, da war ein Porta Fisco. Ja, hier die Tonne.
Aber weiter können wir nichts. Nee, mit denen können wir nicht interagieren. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Tja, was können wir noch machen? Wir haben jetzt alle Inseln. Gefunden. Und wofür brauchen wir diese blöde Banane? Ich weiß, dass auf dem schwimmenden Schwarzmarkt so ein Bananenzerquetscher oder irgendwie sowas war. Aber ich kann da mal gucken, ob der hier nicht einen Fisch haben will. Und ansonsten unterbrechen wir mal kurz die Aufnahme. Dann kann ich vielleicht doch noch... Bin ich auch. Du hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Ich brauche diesen Regenschirm. Aber Schuhe, da könnten wir noch mal... Das probieren wir jetzt mal aus. Schwimmender Schwarzmarkt. Mit dem Angler reden. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. So ein Stiefel ist doch eine feine Sache. Nicht am Angelhaken. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Ich würde mal sagen, wir quatschen den jetzt noch mal ein bisschen an. Wenn das nicht gelingt, dann gehen wir noch mal auf den Kutter und geben den Sender dem Doc. Na du? Verschwind. Ich mach das jetzt mal hier. Nicht am ich verschwind. Spicke, bring mich nicht. Kann man ja ich jetzt schon das gehabt. Nein. Ja. Ich habe das ja bevor. Ich sag, niemand kann es mit der. Hä? Ich hab den Namen gequatscht. So ein Stief nicht. Ich verschwind. Spring ich. Ich hab mal. War das eine Hand? Nein. Ich habe das. Ich nie. Ha. Na du? Na los. Erst. So ein Stief. Nicht ab. Ich verschwinde. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel, Philipp. Ich hab mal einen Zauber. War das eine Herausforderung? Nein. Ich habe noch. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld. Ich niemand. Er gibt sein Bestes, um entspannt zu wirken. Aber mein geübtes Auge durchschaut diese Scharade. Tja, durch was kann man den denn aus dem Takt bringen? Kann man ihm sowas hier geben? Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Außer Ruhe. Ist eine Banane? Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe außer Ruhe. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf den Code. Da! Und geben das hier mal Doc. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich, du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren?
Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Okay, aber dafür scheinen uns noch ein paar Sachen zu fehlen. Und da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal wieder, denn ich werde jetzt die Folgen schnell rendern, damit ihr die Folge, ja, da brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen, an einem Samstag noch einigermaßen früh habt. Diese Folge wird, weiß ich jetzt nicht, Mittwoch, Donnerstag oder so erscheinen. Naja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier eine Pause. Sehen uns später wieder. Bis gleich. Nee, oh, bin ich ein Depp. Die Folge seht ihr da schon früher. Morgen ist doch unser Special. Also heute für mich ist Samstag. Ich weiß nicht, ob heute, also diese Aufnahme morgen komplett ist. Keine Ahnung. Naja, dann. Tschüss.